Probleme zu erwarten. Die Digitalisierung schreitet voran, die Innovationen sind groß. Das heißt, die Weiterbildung ist natürlich auch im medizinischen Bereich ein absolutes Um und Auf. Und dazu bitte ich jetzt Frau Dr. Andrea Gruber, die stellvertretende Leiterin des Departments für Wirtschaft und Gesundheit von der Donau-Uni Krems, zu ihrem Keynote-Speech. Meine Vorstellung ist, dass Präveniere ein Wegweiser in die Zukunft ist, der aufzeigen soll, wie wir ein modernes, leistungsfähiges Gesundheitssystem für die österreichische Bevölkerung erhalten und entwickeln können. Zitat Dr. Hans-Jörg Schelling. Ich möchte mich diesem Statement nicht nur anschließen, sondern auch mit meinem Vortrag hier ansetzen. Ich denke, der Bildungsauftrag für Weiterbildung ja eigentlich bereits für die Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen sollte darauf abzielen, diese nicht nur dazu zu befähigen, in einem modernen und leistungsfähigen Gesundheitssystem für die österreichische Bevölkerung zu arbeiten, sie sollte vielmehr darauf zielen, sie dazu zu empowern, es erfolgreich mitzugestalten. Weiterbildung soll meiner Meinung nach eine Lücke schließen zwischen Ausbildung, Berufserfahrung und Qualifikationsprofilen, die von Arbeitgebern bzw. von neuen Funktionen verlangt werden, mit dem Ziel der persönlichen Bildung, einer beruflichen Zusatzqualifikation mit oder ohne universitären Abschluss. Lassen Sie mich kurz zu Beginn Überlegungen anstellen, wie meiner Meinung nach Weiterbildung in Zukunft gestaltet werden sollte. Anschließend möchte ich meinen Fokus auf meine Ausführungen darauf richten, welche Themenbereiche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen derzeit sehr stark beschäftigen und sie vor große Herausforderungen stellen. Und anschließend werde ich versuchen, Lösungen dafür zu finden oder neue Themenbereiche aufzuzeigen. Auch Weiterbildungseinrichtungen werden derzeit von einem sehr starken gesellschaftlichen Wertewandel und von Trendentwicklungen tangiert. Das betrifft nicht nur die Begriffe des Wissens und der Bildung, sondern auch die Formen der Lehre und des Lernens und auch die Angebotsformen und die Angebotsinhalte. Ein Beispiel dafür ist die auch in den letzten Jahren stark diskutierte neue Form des sogenannten Blended Learnings, also des Wechsels zwischen Präsenzeinheiten und Online-Lehre. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo die Online-Lehre sich sehr stark in der Hochschullandschaft durchsetzt, haben wir gesehen, dass diese Technologien große Fortschritte haben. Aber meiner Meinung nach kann Online-Lehre Präsenzlehre auf keinen Fall ersetzen. Online-Lehre ist meiner Meinung nach dann gefragt, wenn es um die Vermittlung von Fakten geht. Aber sie stößt ganz schnell an ihre Grenzen, wenn es um handlungsbasiertes Lernen und Arbeiten geht. Und für mich kommt speziell im Gesundheitswesen noch ein ganz wichtiger Punkt dazu. Ich plädiere hier unbedingt auf interdisziplinäre Zusammensetzung der Studierendengruppen, weil ich der Meinung bin, dass die einzelnen Berufsgruppen lernen müssen, über ihren Tellerrand zu schauen, dass sie lernen müssen, die Sprache der anderen Berufsgruppen zu verstehen und zu kommunizieren, zu kooperieren, sich zu vernetzen und in Zukunft auch sehr erfolgreich hoffentlich miteinander arbeiten zu können. Ich gehe doch davon aus, dass sich in Bezug auf die Qualitätskriterien, anhand derer sich zukünftige Studierende, aber auch Unternehmen, die jetzt ihre Mitarbeiter in Weiterbildungsmaßnahmen schicken, hier auch etwas verändern wird, und zwar wird die Gewichtung meiner Meinung nach auch darauf gelegt werden und soll auch darauf gelegt werden, dass verschiedene fachliche Spezialisierungen angeboten werden. Dieser Trend spiegelt sich in einer allgemeinen Tendenz zu einer gewissen, ich nenne es einmal Maßschneiderung von Weiterbildungsmaßnahmen, wieder nach einem Learning on Demand oder Learning Just in Time. Anstatt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in externe Weiterbildungsmaßnahmen zu entsetzen, gehen Unternehmen auch immer mehr dazu, über maßgeschneiderte, nur modulartig aufgebaute Weiterbildungsprogramme für einzelne Abteilungen oder Zielgruppen in Form von Inhouse-Veranstaltungen und hier auch wieder just in time anzubieten. Ganz egal, für welche Form von Weiterbildungsmaßnahmen sich Teilnehmer oder auch Unternehmen entscheiden, Weiterbildung soll meines Erachtens
immer Wissen generieren und Wissen vermitteln, mit dem Auftrag, die Studierenden vor allem anzuregen, zur Reflexion, zu kritischem Denken und weg von linearen Denkmustern und einem sich hinwenden zur Komplexität. Um herauszufinden, welche Probleme nun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen derzeit am meisten beschäftigen, habe ich mich sehr in die Masterthesis unserer Studierenden, die jetzt gerade im Gesundheits- und Krankenhausmanagement in Masterstudiengängen inskribiert sind, auseinandergesetzt. Ein ganz zentrales Thema ist ein immer stärker spürbarer ökonomischer Druck, akuter Personalmangel, nicht nur in der Gesundheits- und Krankenpflege, sondern auch bei Medizinerinnen und Medizinern. Und die beschäftigen sich zum Beispiel dann damit, wie man überfüllte Spitalsambulanzen entlasten könnte oder auch wirtschaftlich eine Gruppenpraxis eine Primärversorgungszentrum führen könnte. Ein weiteres Problemfeld sind fehlende Motivation aufgrund physischer und psychischer Belastungen, ja bis hin zum Burnout. Und ein Thema, das vor allem derzeit als extrem belastend empfunden wird, ist der Umgang mit Krisen und Konflikten. Größtes hervorgerufen durch ohnehin bereits mangelnde interne Kommunikation und Kooperation, die sich auch ganz stark bei der Vorbereitung auf Veränderungsprozesse bemerkbar macht und fast immer in mangelnde Compliance der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter endet. Als letztes Problemfeld, das ich exemplarisch herausgreifen möchte, ist jenes des Generationenwechsels, der ja bereits stattfindet und in verstärktem Maße auch noch bevorsteht. Wo sehe ich nun Ansätze, durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen Probleme lösen zu können? Aus meiner Sicht ist es unerlässlich für jedes Gesundheitsunternehmen, in die Weiterbildung seiner Führungskräfte auf allen Ebenen zu investieren. Für sie stellt sich die Notwendigkeit, in ihrem beruflichen Alltag wirtschaftliche Hintergründe und Zusammenhänge am Gesundheitsmarkt zu verstehen und innerhalb ihrer Organisation auch umsetzen zu können. Für den Erfolg einer Organisation oder auch nur eines Teams ist aber vor allem das Zusammenspiel der einzelnen Organisationseinheiten entscheidend. Und Ineffizienz in Teams oder in Arbeitsgruppen ist primär ein Problem nicht gelungener Kommunikation, die wiederum schlechte Kooperation zur Folge hat. Gelungene Kommunikation aber und ist nicht nur für Führungskräfte eine entscheidende Ressource für den nachhaltigen Erfolg, gerade wenn es um die Vorbereitung von gerade im Gesundheitswesen doch großen anstehenden Change-Prozessen geht oder um mangelnde Motivation. Und im Gesundheitswesen speziell spreche ich hier auch vom Thema der Gesundheitskommunikation. Wie kommuniziere ich richtig mit Patientinnen und mit Patienten, mit Angehörigen? Wie kann ich die Gesundheitskompetenz der Menschen durch zielgerechte Kommunikation verbessern? Deshalb erachte ich es als unverzichtbar, dem Thema Kommunikation einen wirklich ganz zentralen Stellenwert im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen im Gesundheitswesen zu geben. Führungskräfte haben ja einen entscheidenden Einfluss darauf, gefühlte Sicherheit in Teams und Organisationen zu schaffen. Die Kommunikationsstärke der Führung und auch die Bereitschaft, regelmäßig zu kommunizieren und damit auch das Risiko einzugehen, sich angreifbar zu machen, wird auch und vor allem in der Krise benötigt. Max Frisch bezeichnet eine Krise als einen produktiven Zustand, dem man nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen muss. Um das zu erreichen und um Orientierung in Krisensituationen geben zu können, ist es auch entscheidend, bereits einen Krisenplan zu haben, vorgesorgt zu haben, erfolgreiches Risikomanagement geplant zu haben und es vor allem im Bedarfsfall danach umsetzen zu können. Deshalb sollten meiner Meinung nach auch Risiko und selbstverständlich auch Qualitätsmanagement ganz zentrale Bestandteile von Weiterbildungsmaßnahmen im Gesundheitswesen sein. Ebenso unerlässlich erscheint mir die Notwendigkeit, dass Managementverantwortliche im Rahmen von berufsbegleitenden Weiterbildungsprogrammen mit Kenntnissen und Techniken des Personalmanagements vertraut gemacht werden, die sich verändernden Bedingungen Gesundheitswesen und die Vorstellung der auf den Arbeitsmarkt drängenden Generationen und Führungskräfte wird die Führungskräfte in den nächsten Jahren ganz stark herausfordern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich nenne es einmal der Next Generations, sind räumlich mobil, in ihrem Verhalten tendenziell ungeduldig, gut informiert, unzufrieden und leider auch sehr oft illoyal dem Arbeitgeber gegenüber.
Und gerade bei der Führung dieser Next Generation zeichnet sich ein Wertewandel ab in Richtung Selbstentfaltung, auch in Richtung Virtualisierung. Sie wollen verstärkt in Teams arbeiten, virtuell arbeiten. Und das verlangt auch ein anderes Führungsverständnis, auch mehr, also eher weg von Kontrolle und mehr zu einem Führen mit Zielen. Die verstärkte Ökonomisierung im Gesundheitswesen rückt speziell die Führungskräfte in eine verantwortungsvolle und konfliktgeladene Position. Sie müssen einerseits zum Wohl der Patientinnen und Patienten entscheiden, ökonomisch und ökonomisch vertretbar agieren. Eine derart komplexe Konstellation sollte aber nicht noch zusätzlich mit Informationsverlusten aufgrund unterschiedlicher Sprachen zwischen der Medizin und der Betriebswirtschaft belastet werden. Aus diesem Grund sollten auch alle angehenden Führungskräfte im Gesundheitswesen die Grundzüge des betrieblichen Rechnungswesens, des Controllings verstehen. Nur so ist meiner Meinung nach eine qualitativ hochwertige Diskussion mit betriebswirtschaftlichen Fachexperten möglich. Ich bin auch der Meinung, dass der Mangel an betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen für viele Medizinerinnen und Mediziner ein Grund dafür ist, sich davor zu scheuen, sich in einer Einzel- oder einer Gruppenpraxis niederzulassen. Ebenso wie ich glaube, dass eine Primärversorgungseinrichtung, sollte es eine Person geben, welche sich der betriebswirtschaftlichen Führung und Organisation dieser Einrichtung übernehmen sollte. Wir sind gerade dabei, einen Zertifikatslehrgang zu etablieren, im Rahmen dessen sowohl Medizinerinnen und Mediziner, aber auch erfahrene Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen eine Art Leitfaden oder Handbuch erarbeiten sollen als Grundlage für die Planung und Gründung einer Einzelordination oder einer Gruppenpraxis. Ich brauche nicht, ich bin gleich, ich bin, nur meine, ich, also ich, primär ich, erscheint es mir aber wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und das Verständnis für digitale Lösungen in der Versorgung zu schaffen. Hier sehe ich Handlungsbedarf. Meiner Meinung nach sollte es Weiterbildungen geben, die im Gesundheitswesen tätige Personen dazu befähigen, Gesundheitskompetenz zu vermitteln und Patientinnen und Patienten im Rahmen der digitalen Transformation als Art Prozessmanager zu begleiten im Sinne der integrierten Versorgung. Ich gehe jetzt nur zwei. Nur ja, für mich wäre zusammenfassend die wichtigsten Learning Outcomes für Weiterbildung für Gesundheitsberufe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen von maßgeschneiderten Programmen zu empowern, die Organisationen, in denen sie arbeiten, durch gezieltes Wissensmanagement mit- und weiterzuentwickeln, den Patienten und Patientinnen Entscheidungshilfen anbieten und deren Gesundheitskompetenz stärken zu können und einen kritischen Beitrag leisten zu können zur Gestaltung eines modernen und zukunftsorientierten Gesundheitssystems. Denn wissensbasierte Weiterbildung soll das Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen weiterbilden, damit sie es zur richtigen Zeit am richtigen Ort einsetzen und somit das Wissen wirksam machen und imstande sind, ein modernes, leistungsfähiges Gesundheitssystem für die österreichische Bevölkerung mitzugestalten, das die Patientin und den Patienten in den Mittelpunkt stellt. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.